TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Ihr teufelt gerne hier, ey. Ah, sehr gut gemacht, Wolfgang. Es tut dir richtig gut, wenn du mal ausgeschlafen bist, ey. Wahnsinn. Aber Sie spüren es auch, ne? Sie spüren auch, es fühlt sich irgendwie anders an, oder, meine Damen und Herren? Es fühlt sich anders an. Eine Ära geht zu Ende. Der Fels in der Fernsehunterhaltungsbrandung ist zerbröselt. Wenn das mit Thomas Gottschalk ist Geschichte. Es ist, ja, ja, der Jesus des ZDF ist noch einmal auferstanden. Um jetzt aber wirklich zu gehen. Er geht wirklich, ne? Oder kommt er nochmal wieder? Wie oft kam Jesus wieder? Also, ja. Naja, wir sagen es anders. Es hat sich ausgebaggert. Es hat sich ausgebaggert. Und so hat Good Old Tommy am Samstag nochmal aus allen, wirklich allen Rohren gefeuert und gezeigt, wofür man ihn kennt und liebt. Zum Beispiel, dass er sich Namen ums Verrecken nicht merken kann. Sie war die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste der Damen. Und er war Fußball-Weltmeister. 2014 war er einer von unseren deutschen Helden und ich habe ihn nie vergessen. Ich freue mich, dass er heute hier ist mit Frau. Hier ist Bastian Schweinsteiger. Matthias Schweinsteiger als Frank Farian, zu der auch die frisch gebackene Weltmeister rund um Bastian Stein. Ich konnte auch nichts dafür. Ja, war schwer. Ist auch schwer. Ne, da machen wir uns als Zuschauer sofort Sorgen. Ne? Da fragt man sich, was ist in Thomas' Hirn los? Ich schätze mal das hier. Und bei Bastian Stein, ich glaube, das war der Moment, da hat er einfach aufgegeben. Ne? Bastian Stein, ach, scheiß drauf, komm, ist die letzte Sendung. Ja? Selbst Matthias Schweigsteiner und Bastian Schweinhöfer haben irgendwann geglaubt, wir sind eine und dieselbe Person. Tommy hat recht. Ja, ja, wir sind falsch. Fürs komplette Chaos hätte eigentlich jetzt nur noch gefehlt, dass Esther Schweins da gewesen wäre, Matthias Steiner und Till Schweiger. Ich glaube, dann wäre Thomas Gottschalk mit Schaum vor dem Mund zusammengebrochen. Er hätte gesagt, kann nicht mehr, ich muss weg. Ja. Gut, wir stellen fest, es gibt nun mal Menschen, die können eher mit Namen und andere, die können mehr so mit Zahlen umgehen. Und dann gibt es noch Thomas Gottschalk, der kann irgendwie beides nicht so richtig. Wir haben ihm 50 Hähne zur Verfügung gestellt und er muss 5 davon erkennen. Das heißt, er darf einmal daneben liegen. 6 aus 5, das ist die Regel hier. Moment! 6 aus 5. Wie ist das die Regel hier? Und was ist das für eine Regel? 6 aus 5, gut, das kommt hin, wenn man die Anzahl der Fettnäpfchen zählt, in die dann Tommy während der Show noch gestolpert ist. Aber 6 aus 5 finde ich cool. Ich glaube, Gottschalk spielt auch Lotto, 49 aus 6. Und es läuft sehr gut für ihn, sehr gut. Wissen Sie, mit wem wir ihn unbedingt mal verkuppeln müssen? Mit ihm hier. Die haben, glaube ich, ähnliches Zahlenverständnis. 3. Das sind Seelenverwandte, meine Damen und Herren. So, und dann gibt es natürlich noch die Tücken des Genderns. Und da scheint Herr Gottschalk auch nicht so ganz zu Hause zu sein. Oder sagen wir mal so, sein Vokabelheft hat Lücken. Inzwischen reden wir über Gabelstaplerfahrerinnen, Gabelstaplerinnen, Gabelstapelfahrerinnen. So, das, meine Damen und Herren, ist natürlich vollkommen falsch, denn richtig heißt das
Gablerin, Staplerin, Fahrerinnen. Ne? Oder wie wir auf dem Bau sagen, das macht Gabi. Richtig hätte es natürlich geheißen, Gabelstapelnde. Hätte er mal probieren können, aber ich sag mal so, beim Gendern verkackt Tommy 6 aus 5. Streckenweise wirkte Gottschalk irgendwie ein bisschen fahrig. Ja, ich hätte mal versucht, ihn einfach ein- und wieder auszuschalten, das hilft dir häufig. Es wurde dann aber auch so ein bisschen fremdschämig. Und am fremdschämigsten war es dann im Gespräch mit Shirin David. Ich glaube, die zwei fahren jetzt nicht zusammen in den Urlaub. Hallo erstmal, Anna. Hallöchen, Abend. Guten Abend. Hallo. Shirin, hast du gedacht, dass du mal neben mir sitzen würdest? Ja. Wie geil. Riskante Frage, verdiente Antwort. Spätestens da hat sie gedacht, und neben dir zu sitzen ist genauso kacke, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut. Es ist ja seine leicht abgehobene Lockerheit, die ihn irgendwie beliebt macht. Ne? Das wollen wir ja sehen. Aber irgendwie war diese Lockerheit dann ein bisschen krampfig. Vor allen Dingen dann, als Shirin David schon eine ganze Weile neben ihm saß, da war sein Umgang fast schon ignorant. Jetzt haben wir auch die Frauenquote ein bisschen hier. Wir sind im Gleichgewicht, glaube ich, 2, 4. Du, ich glaube, wir sind safe. Wir sind safe, ja. Ja, ja, ja. Bisher hing das ja. Die arme Anna war ganz alleine hier auf weiter Flur. Erzähl mir ein bisschen was von dir, Shirin. Ich bin ja neu im Geschäft, in deinem Geschäft zumindest. Das ist wieder so ein Moment, da verstehe ich, ach, das heißt cringe. Ne, vor allen Dingen, erzähl doch mal was von dir. Das hört sich an, so, sag dem Opa doch mal ein Gedicht auf, liebe Shirin. Sag doch mal, jetzt sag doch mal. Oder habe ich gespuckt, liebe Shirin, Entschuldigung. Jetzt weiß ich auch endlich, warum so manche Hollywood-Stars einfach nicht auf diesem Sofa Platz nehmen wollten. Ja? Die haben dann immer gesagt, wir müssen zu einem Flieger. Shirin David hat auch gesagt, wann kommt endlich mein Flieger? So, und dann, was heißt eigentlich, Shirin, erzähl mal was von dir, was soll sie dir erzählen? Mit 12 habe ich die Mandeln rausbekommen? Ne? Oder meine Hobbys sind Schwimmen, Reiten, Tennis, ich weiß nicht, was erzählt man Gottschalk, dem alten Fummel-Opa? Weiß ich nicht. Ja? Was Gottschalk ja eigentlich gesagt hat, das ist das hier. Was? Wer bist du denn? Ja, und Moment, und was hat sie geantwortet? Das. Halt die Fresse! Naja. Wir reden aber auch später noch mal über Wetten, dass ich habe mir nämlich die letzte Folge gemeinsam mit meiner absoluten Showlegende, also meinem Lieblingsmoderator, angeguckt. Mit dem einzig wahren Wetten, das Moderator, und so viel kann ich schon mal verraten, es ist nicht Markus Lanz. Es bleibt spannend, wer könnte es sein?